So, dann schauen wir mal da hoch. Oh Gott, ich will mich verarschen. Scheiß Vieh. Versteckt sich sogar vor mir. So ein Scheißvieh. Ich glaube, ich fahre mal schwere Geschütze auf. Ah, jetzt bin ich hier in diesem Raum, oder? Haha. Friss das, Kumpel. So, jetzt bin ich wieder voll. Dann komme ich wahrscheinlich raus. Jetzt komme ich da wieder raus, okay. Aber von außen geht die Tür nicht auf, oder was? Ich habe irgendwie Angst. Was ist das? Headcrab auch tot, yes. Okay, das war's schon. Alles ergattert, was man ergattern kann. Mein Anzug ist voll. So, dann düsen wir mal weiter. Ich speichere noch. Deutsch ist schwere Sprache. Die Tür sollte vielleicht aufgehen. Oder nicht? Ja. Tür auf vielleicht. Hallo. Ich habe irgendwie Angst, dass... Jetzt hänge ich fest raus. Ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich jetzt die Tür aufmache, dass mir mein Gefährt wegfährt. Machen wir das ganz einfach doch so. Secure Access. Ja genau, das will ich doch. Aber... Moment mal, ich habe da vorhin... Ist das ein Hebel? Das sieht aus wie ein Hebel, aber es ist kein Hebel. Okay. Vielleicht muss ich da drin irgendwas machen in diesem Raum. Security Door. Ich würde sagen, das war's doch. Korrekt, korrekt. Speichern nochmal. Du Arschloch. Er lebt ja noch. Haha. Friss das, Kollege. Was liegt denn da eigentlich? Irgendwie ein Notizblock oder so. Klemmbrett. So. Nochmal speichern. Und losbrummen. Komm, gib Gummi. Ich nehme mal eine andere Waffe. Oh Gott, es geht noch weiter runter, oder? Geht's hoch. Oh, es geht hoch. Yes. Oh Gott, ich habe Angst. Fuck, oh fuck. Scheißvieh. Ja, ich kann ja auch per Leiter hoch, aber... Oh Gott, oh Gott. Okay, ich steige aus. Nicht mit mir. Oh, fuck you. Das soll doch jetzt ein Witz sein. Uah! Gott. Wie schon mal erwähnt, mit Leitern habe ich es nicht so. Oder versuche ich doch jetzt einfach hochzufahren mit dem Ding gemeinsam oder versuche ich die Leitern hochzuklettern? Da sind halt so beschissene Sprengfallen. Ich versuche einfach normal hochzufahren mit dem, diesem geilen Wagen hier. Mit meinem geilen Zug. Das ist die beste Waffe gegen die Dinger. Ich schätze die Magnum. Probier es einfach. Ich speichere nochmal. Oder sind das gar keine Geschütztürme? Der guckt mich nicht an. Der auch nicht. Ich bin verwirrt.
Muss ich die Dinger jetzt einfach kaputt schießen oder was? Ah, scheint ja zu funktionieren. Ach komm schon. Hä? Wieso geht das nicht? Das geht wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Na toll. Au, 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 au. Komm an den nicht ran. Ah, ich hänge irgendwie fest. Scheißteil. Voll viel Energie gekostet. Aber jetzt ist alles weg. Okay. Ach, das sind gar keine Sprengfallen gewesen. Das waren so, einfach so Auslöser für die Geschütztürme. Ah, okay. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, fährst du vielleicht mal? Ich dachte schon, irgendwas blockiert mich. Ach ja, ich trinke mal einen Schluck. Mal gespannt, wie lange wir noch Zug fahren. Das macht irgendwie Laune. Ist man irgendwie schneller unterwegs. An diese Züge kann ich mich noch gut erinnern aus Half-Life 1. Da hatte man noch so eine Anzeige, wie schnell man fährt, also mit welcher Geschwindigkeitsstufe. Da gab es zwei, so wie hier auch, bloß hier kriegt man es nicht angezeigt. Es gibt die Stufe. Oh, ich sollte stehen bleiben. Und noch eine schnellere. What the fuck? Ist das keine Sprengdingsbums-Falle da? Wahrscheinlich. Ist nur ein Auslöser, aber wo ist die? Ah, da ist sie. Das war vielleicht nicht so clever. Ich hätte es vielleicht einfach nehmen sollen und... Und tschüss. Okay. Sehr schön. Speichern und weiter geht's. Hallo? So, das ist die erste Geschwindigkeitsstufe. Und dann gibt's noch die hier. Gab's in Half-Life 1 nicht sogar 3? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe ja auch mal überlegt, Half-Life 1 Source zu spielen. Und, das ist im Grunde nur Half-Life 1 mit der Source Physik Engine. Aber die Grafik ist halt echt so alt mittlerweile. Okay, Dead End, wie man sagt. Speicher nochmal. Oh, ich dachte gerade, da steht jemand. Die, Freeman. Okay. Die haben es wohl auf mich abgesehen. Diese Waffe haut so rein, das ist der Wahnsinn. Hab ich ihn getroffen? Den habe ich auch nicht getroffen. Ich verschwende nur Munition damit. Gehen wir nochmal da rein. Hallöchen. Ah. Oh. Oh Mann. Das war keine Absicht. Ich habe mich einfach so erschreckt. Vielleicht soll ich sie am Leben lassen. Hm, so viel dazu. Deswegen ist Munition gespart. Jetzt verreck doch. Das gibt's nicht. So, dann halt so. So, jetzt nicht den Kerl wieder schießen. Das wäre leicht Banane. Ja. Gerade fett hängen geblieben das Spiel. And just when I was starting to feel lonely. Sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Better clear your dance card, Slick. Better clear your dance card. Wurde übersetzt mit Mach dich vom Acker.
Habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Better clear your dance card. Fresse. Ist das sicher noch einer? Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ist hier nur einer? Oh, da oben ist viel los. Ich speichere nochmal. Kurz auf die Uhr schauen, alles klar. 10 Minuten haben wir. Hier ist nix. Kisten. Irgendwie sind dann 80% der Kisten in Half-Life irgendwie nichts drin. Das war in Half-Life 2 anders, glaube ich. Ich gehe nochmal in die Richtung. Kisten. Noch mehr Kisten. Ich weiß gar nicht, warum ich Schrotflintenmunition verschwende, aber... Naja. Empty. Oh, nee. Was hat denn jetzt... Emergency Shower. Geht die? Nee. Das Geilste am ganzen Spiel fand ich ja immer noch das Toilettenpapier-Achievement. Oder Errungenschaft, wenn man auf Deutsch... Fuck you. Mein Arm, mein Bein. So. Oh. Ich muss wohl noch nachladen. Krabum. Jetzt kommen die Viecher. Ich weiß gar nicht, warum die mir in Half-Life 2 helfen. Ich habe keine Ahnung. In Half-Life 2 sind es ja Verbündete. Es kommt, glaube ich, auch nur einer vor oder zwei. Und die helfen einem auf jeden Fall. Also die muss man nicht bekämpfen. Speichern. Wow, was war da denn drin? Ah, hier kann ich weiterfahren, oder? Ah, nee. Ich kann die Dinger nicht steuern. Au, 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 au. Ah. Nice. So, ein bisschen einkassieren. Wir haben wahrscheinlich keine Munition, die ich brauche gerade. Ich glaube, ich muss mehr Glock verwenden. Ich hätte das Ding verwenden können wahrscheinlich. Uäh, zerfetzen ja voll. Kann man voll in ihre Einzelteile zerschießen. Die Scheiße. Vernichten mal die Beweise. Okay, gehen wir mal da lang. Ich speichere mal. Half-Life 2 hat mir am besten gefallen, dieses, ich weiß mal, hieß es Ravenholm? Ich glaube Ravenholm. Diese verlassene Geisterstadt, wo einfach so sau viele Zombies unterwegs waren. Aber ist mein absoluter Lieblingspart aus Half-Life 2 gewesen. Und natürlich der Schlusspart, wo die Gravity Gun so übermächtig ist und man sogar Gegner damit aufheben kann. Das heißt aufheben. Komm, hau ab. Jetzt verreck doch. Wieder zurück. Anzug ist empty. Nochmal speichern. Ich wollte gerade schon sagen, sieht irgendwie so aus, als komme ich da nicht rein. Was denn für ein Teil? Das ist irgendwie so Unterteil von der Rakete. Antrieb von der Rakete. Ich bin verwirrt. Hier oben kann ich irgendwie nicht viel machen. Das ist fies hin, ne? Sehr schön. Schauen wir nochmal raus hier. Aber normal, wenn Gegner auftauchen, ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Deswegen muss ich wahrscheinlich. Das sind ja geile Rucksäcke. Also vorhin habe ich noch vermutet, ich muss da irgendwie raus, aber... Ah, das ist ein Dingszeichen, das Half-Life-Zeichen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss damit irgendwas machen. Aber was? Ah, das Anzug-Energie. Wundervoll.
nutze doch mal die SMG. Obwohl ich echt ein riesen Pistolen-Fan bin. Und die Tür geht nicht, die Tür geht auch nicht, das kann ich... Oh Gott, war das schlau. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Nein, geil. Ich lade jetzt nicht nochmal. 91, Anzug ist in Ordnung. Oh Mann, das war gerade echt super clever. Manual Override. Es blinkt sogar... Ah. Ich muss doch Zug fahren, oder wie? Oder soll ich laufen? Ich soll laufen. Schade. Ich wäre lieber Zug gefahren.